Hallöchen, herzlich willkommen zu einem neuen Küken-Update. Ja, wie ihr seht, sind die kleinen Kackmaschinen draußen. Sie sind mittlerweile heute 7 Wochen alt, haben jetzt am Dienstag ihre erste Impfung bekommen gegen Newcastle. Und ja, wie ihr seht, ist das Gefieder schon fast vollständig da. Die sehen richtig krass aus mittlerweile. Ja, seit der 5. Woche kommen sie regelmäßig mit in den Garten. Wir denken mal, dass sie nach den Eisheiligen dann in ihren Stall und die Außengehege dann umziehen können. Weil ich möchte jetzt doch lieber die Eisheiligen nochmal abwarten. Weil ja, so 1, 2 von den Küken sind noch nicht 100% voll befiedert. Und wir wollen ja nicht, dass die frieren, die kleinen Scheißerchen. Ja. Ja, sie sind ganz schön verfressen. Mittlerweile, sie kommen abends noch mit nach Hause und im Käfig ist natürlich semi viel Platz nur noch und am liebsten essen sie mittlerweile frisches Grün, weniger das Körnerfutter, da sind sie sehr verwöhnt. Fliegenlarven getrocknet und Wurmlarven, also Mehlwurmlarven, sind immer noch gern gesehen, aber am liebsten sind sie mittlerweile im Garten, scharren und picken. Und ich habe keine Ahnung, warum Flauschi die ganze Zeit mit einem Blatt Löwenzahn im Schnabel durch die Gegend läuft. Sie findet das total toll. Das macht sie schon die ganze Zeit. Keine Ahnung. Ja, was davon jetzt Männlein oder Weiblein ist, wissen wir immer noch nicht. Red, das ist der rote Nackthals da hinten. Oder Flau oder Fluffy. Das wäre dann das Weiße hier unten. Das seht ihr jetzt gerade nicht. Die machen morgens, wenn man in den Raum kommt, wo sie drinstehen, so Geräusche, als ob sie krähen wollen. Ich weiß jetzt aber nicht, weil ich gelesen habe, dass das eine ganze Weile dauert, bis sie anfangen zu krähen. Ob das jetzt ein Versuch ist zu krähen oder einfach nur ein wirklich widerlich schreckliches Geräusch am frühen Morgen. Keine Ahnung. Ich bin auf alle Fälle gespannt und hoffe, dass es natürlich schöne, viele Küken, also weibliche Hennen sind. Und gibt es männliche Hennen? Nein, es gibt natürlich keine männlichen Hennen. Also ich meine natürlich, ich hoffe, dass es Hennen sind. Weil am liebsten möchte ich natürlich alle behalten. Dann würde ich mir noch einen Hahn von außen dazu holen. Und dann ja, wäre mein Hühnerhaufen komplett, so wie ich mir das gedacht habe. Also ich hatte eigentlich gedacht, so 4 oder 6 Hühner. Jetzt sind es halt 7. Da kann ich auch ganz gut mitleben, wenn dann alles Hennen sind und dann noch ein Hahn dazu kommt. Ja. Jetzt sind sie eigentlich recht lieb. Wenn man sie reinsetzt, könnte man denken, es sind Kängurus, weil sie dann immer durch die Gegend hüpfen. Dann springen sie sich auch gegenseitig an der Brust an, wie man das halt von einem Hahnenkampf kennt. Ja, und dann, jetzt hat sie wieder das. Ach so, das ist damit Fluffy ihr, ich sag ihr, weil das Küken, die Küken, keine Ahnung. Das Individuum, divers, was weiß ich, da wegfassen will. Was möchtest du mir sagen, Fluffy? Hm? Ja, so sieht der Alltag aus. Zu Hause werden sie in den Karton gepackt, kommen mit in den Garten, abends kommen sie wieder mit nach Hause. Dann sind sie auch total K.O., schlafen auch und sind ruhig bis morgens. Dann wollen sie wieder ein bisschen fressen und Wasser haben. Und dann wieder ab in den Garten. Und so geht es halt weiter. Den ersten Regen im Garten haben wir auch schon hinter uns. Da haben wir dann eine Plane drüber gespannt, weil sie sollen ja nicht unbedingt nass werden wegen dem Gefieder. Und dann waren sie da unter trocken. Fanden sie auch okay. Hat sie jetzt auch nicht gestört. Haben da unter weiter gepickt und geschart. Ja, das mit der Impfung hatte ganz gut geklappt. Sie haben halt abends kein Wasser mehr gekriegt. Dann sind wir morgens in die Tierklinik gefahren, haben den Impfstoff geholt. Der muss ja dann innerhalb von 2 Stunden getrunken werden. Dann haben wir halt das Wasser reingemacht und den Impfstoff. Und dann war das Trinken auch innerhalb von 10 Minuten alle. Und sie haben auch alle getrunken. Da haben wir halt drauf aufgepasst. Und ja, jetzt sind sie das erste Mal geimpft. Das da hinten, das da, das ist Flauschi. Flauschi ist das 2. Küken gewesen, was geboren wurde. Und Flauschi sieht richtig giftig aus mittlerweile. Dadurch, dass
oben die Federn so muffig sind und dann hat es einen richtig bösen Blick. Manchmal denken wir, wenn die schnell genug füttern, dann werden wir getötet. Also jedenfalls sagt das der Blick. Ja, und Matschi sitzt daneben. Ja, das Auge war gut. Das hatte gut funktioniert mit dem korrelierten Silber. Hat er jetzt aber die letzten Tage wieder angefangen zu tränen. Darum habe ich gleich die Gunst der Stunde genutzt, als ich den Tierarzt vor mir hatte und habe ihm das erzählt. Und er hat mir jetzt da so Tropfen mitgegeben. Die soll ich jetzt ein- bis zweimal täglich reinmachen. Und der hat er jetzt gestern, hat es gestern jetzt das erste Mal reingekriegt. Und das Auge ist heute schon viel besser. Deswegen hoffen wir mal, dass wir es damit in den Griff kriegen. Wäre es jetzt unten geschwollen unterm Auge, dann hätte es sogar sein können, dass da irgendwie die Verbindung da bei der Nase, diese Nasenhöhle, dass da irgendwas mit ist. Dann hätte man das eröffnen müssen und hätte den Mist da rausholen müssen. Da, jetzt geht's wieder los. Das sind Stänkerköpfe. Das machen sie immer. Immer am Stänkern. Ja, das war jetzt mal das kleine Küken-Update. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wie gesagt, ich werde jetzt nächste Woche den Stall und den Auslauf fertig machen. Und dann denke ich mal, nach den Eisheiligen werdet ihr ein Video sehen, wie sie umziehen und dann auch die erste Nacht in ihrem Stall verbringen. Gut, jetzt bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst doch einfach ein Like da. Ansonsten sage ich, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüssi.